Willkommen zurück, ich bin Arne Jack. Heute geht es mal um das Thema Chia kaufen und verkaufen. Ich wurde schon öfters mal darauf angesprochen, dass ich ein Video zum Kaufen von Chia machen soll. Und das werden wir uns heute auch mal anschauen. Ich drehe auch das Video aus folgendem Grund, weil sich bei OKEX was geändert hat. Ich kann nicht so einfach mehr meine Vermögenswerte verkaufen. Und ich brauche dann eine Verifizierung. Das ist auch okay, das sehe ich auch ein, dass die Börsen das machen. Aber trotzdem ist es an der Stelle so, dass ich mich ein bisschen umgeschaut habe, ob es nicht was Neueres gibt, was Besseres. Und ich glaube, ich habe was gefunden. Vorweg, das ist hier keine Kryptoberatung, Finanzberatung. Ich will euch einfach nur zeigen, wie ich es gemacht habe und wie der Weg dahin war. So, auf jeden Fall, der vorherige Weg, den ich euch in einem meiner Videos gezeigt hatte, war auf OKEX das Chia überweisen, dann in USDT tauschen, dann von OKEX auf Coinbase oder den Service von OKEX benutzen Adacash, dann konnte man sozusagen das Geld aufs Konto bekommen, ja, aufs SEPA-Konto, auf euer Giro-Konto, was auch immer. Jetzt habe ich mich mal bei KuCoin angemeldet und an der Stelle muss ich sagen, das funktioniert wesentlich besser. Ich will jetzt keine Werbung für die Firma machen, also ich habe auch kein persönliches Interesse daran. Ich werde aber trotzdem an der Stelle einen Link hier erstellen, unten wer möchte, über den Link kann er reingehen. Ich weiß nicht, was da für Partnerships sind, aber meistens kriegt man kleine Benefits und wenn ich mir schon die Mühe mache, ein Video zu drehen, dann sollte ich auch irgendwelche, wie sagt man da, Vorteile daraus ziehen, ja, dass ihr kein Roboter seid. Und jetzt muss ich noch meinen Authenticator erstellen. Ich denke, ich muss hier nicht zeigen, wie man ein Konto erstellt auf der Seite, ja. Ich werde aber ein bisschen was dazu sagen bei der Erstellung, worauf ihr achten sollt. Dann findet ihr hier unter Identitätsverifizierung, könnt ihr euch verifizieren. Und ihr seht, ich habe das Ganze durchgemacht und ihr müsst das Ganze durchmachen. Wenn ihr das fertig habt, den Teil, dann habt ihr sozusagen einen Teil gemacht und den zweiten Teil ist es dann, wenn ihr auf eurem Hauptkonto seid. Und dann nehmen wir mal an, wir haben Euro, ich gebe jetzt mal Euro ein und wir wollen das Euro auszahlen, weil wir wollen es ja auf unser Konto bekommen. Dann kommt hier dieser Seite, den Teil werdet ihr noch nicht sehen. Um den Teil hier zu sehen, müsst ihr euch verifizieren nochmal und da gibt es noch dann eine zweite Methode, die ihr auch machen müsst. Das Ganze habe ich jetzt heute Morgen gemacht und ja, also abgeschlossen in einer Stunde ungefähr. Also es ist bisschen muss man seinen Personalausweis hinhalten, Vorderseite, Rückseite fotografieren und also das ist im ersten Teil und im zweiten Teil muss man dann die Daten vom Personalausweis eingeben. Ausweisnummer und Ausstellungsdatum und was weiß ich was. Ja, aber im Grunde genommen ist alles auf Deutsch und sehr einfach erklärt und in einer Stunde war ich ungefähr fertig. Ich sehe das auch hier, SEPA-Verfahren, ich habe jetzt mal einfach mal ein bisschen Geld überwiesen in Chia, habe das verkauft und habe das auch auf mein Konto transferiert. Ich finde immer, ich teste immer, ob Geld rausgeht. Wenn Geld aus der Börse rausgeht, dann funktioniert auch alles. Geld rein, das funktioniert bei allen Börsen. Geld raus ist eher das wo ein bisschen manchmal ein bisschen holprig, finde ich. Also ist. Okay, damit ihr das auch seht, dass das Geld auf mein Konto angekommen ist, logge ich mich mal schön ein. Und da sieht man es, dass 14,81 € überwiesen worden sind, ja, von UAB, was ist ich was, ja. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, sieht man, dass es 15,81 € 1 € Gebühr war. Und ich habe jetzt einfach dieses SEPA Instant gemacht. Das muss natürlich eure Bank unterstützen. Die Sparkasse unterstützt es. Und dann habe ich einfach das Geld direkt auf mein Konto bekommen. Ja. Okay, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir beginnen mal mit dem Verkaufen. Ich finde Verkaufen immer interessanter als das Kaufen, weil wir als Miner generieren ja Coins. Und deswegen wollen wir eigentlich meistens die Coins verkaufen, um zum Beispiel Stromkosten zu decken oder neue Hardware zu kaufen. Je nachdem. So, und das müssen wir folgendermaßen beginnen. Wir brauchen erstmal hier unsere Adresse, wo wir es hinüberweisen können. Und ich würde euch immer empfehlen, bei den Börsenadressen die Adressen immer vorher zu prüfen. Ja, wir wollen, also ich bin jetzt hier auf Kapitalisieren, Hauptkonto gegangen, dann gehe ich auf XCH, dann findet ihr Einzahlung und Auszahlung. Ja, wir wollen jetzt erstmal auszahlen. Auszahlen heißt, Entschuldigung, einzahlen, das heißt, damit wir sozusagen eine Received-Adresse haben, um Geld auf dieses Konto zu bringen.
So, und dann wählen wir jetzt natürlich das Netzwerk aus. Und hier ist die Adresse. Ja? Also wer Lust hat, kann mir natürlich auch Geld schicken. Aber das würde ich euch nicht empfehlen, an diese Adresse es zu schicken. Ich würde euch empfehlen, eure eigene zu wählen. Das ist jetzt also die Adresse von der Kryptobörse, wo ich Geld hinüberweisen kann. Und ihr seht da, ich habe hier mal testweise 0,5 XCH überwiesen. Und das habe ich dann ja, heute Nacht gemacht, so wie es aussieht. Ja, da war mir langweilig. Naja, auf jeden Fall, oder gestern Nacht, auf jeden Fall, es ist erfolgreich angekommen und es hat gepasst. Die Bestätigung vom Netzwerk sind auch nur noch 20 Transaktionen, nicht so wie bei OKEX 30. Das heißt, ja, ihr könnt viel schneller das Ganze verwalten. Und wie macht man das Ganze? Also ich melde mich jetzt einfach mal bei Chia ein. Es kann jetzt sein, dass ich ein bisschen brauche, weil ich jetzt mein Chia geschlossen habe. Und wir überweisen jetzt einfach hier auf dieses Konto. Ich gehe hier auf Kopieren. Bitte beachtet, beim Kopieren schaue ich immer so die ersten sechs und die hintersten sechs Zeichen an, ob die komplett kopiert sind. Ja, wenn hier irgendein Fehler ist, in eurem Browser ein Fehler ist, ihr überweist irgendwo Geld hin, schlecht. Ja, des Weiteren ist es so, wenn ihr bei einer Börse das erste Mal seid, überweist einen kleinen Betrag, testet es mit einem kleinen Betrag, dann ist nur dieser kleine Betrag verloren, falls ihr irgendwo falsch überweist, was falsch macht. Ja. Bei Kryptos ist es so, wenn ihr eine falsche Adresse was überweist, ist das Geld einfach immer weg. Ja. Also das kommt nicht mehr wieder. So, ihr seht, ich habe hier ein bisschen Chia drauf. So, einfach mal jetzt die Adressen nebeneinander halten. Passen die ersten Buchstaben oder Zahlen, Kombinationen, passen die hinteren, sieht gut aus. Wie viel wollen wir überweisen? Machen wir mal unsere 20 Gias. Können wir ja mal machen. Ja. Fees 0. Aktuell ist das Netzwerk nicht ausgelastet. Ihr seht es, 5 Minuten, damit kann ich leben. Und dann überweisen wir an dieses Konto das Geld Cent. Transaction ist durch und dementsprechend können wir mal gucken auf unseren Summary. Da sind sie pending, das heißt, es dauert noch. Aktuell sind wir nicht ins Netzwerk rein. Ihr könntet theoretisch jetzt noch auf Actions Delete Unconfirmed Transactions machen. Dann würden wir die Transaktion noch abbrechen, ja, weil sie noch nicht ins Netzwerk rausgegangen ist. Wenn ihr Pech habt, ist es halt die Sekunde, wo es schon rausgeht, ja, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn ihr das macht, könnt ihr noch, falls ihr irgendwie noch einen Fehler gemacht habt, hier an der Stelle abbrechen. Das Ganze ist schon confirmed, weil mein Fullnode und das Wallet unterschiedlich laufen. Ja, ich habe sozusagen die Transaktion schon geschickt über das Wallet, aber der Fullnode hat es noch nicht, also ist noch nicht synchronisiert. Das haben sie ja in den Chia-System geändert, dass früher war es nicht so möglich, da musste das Wallet, wurde das Wallet anders synchronisiert. Heutzutage geht das, ja. Aber ihr seht auf jeden Fall, es ist weg und hier müsste demnächst jetzt mal was ankommen. Gucken wir uns das mal an. Ich habe mal auf F5 gedrückt, dementsprechend hoffe ich mal, dass es gleich kommt. Ich lasse es auch ein bisschen in Echtzeit machen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wie lange das dauert. Es hängt natürlich sehr davon ab, also das Confirmed kann ein bisschen länger dauern oder kürzer dauern. Wenn zum Beispiel jetzt viel Traffic auf dem Netzwerk ist und ich zu wenig fee bezahlt habe für eine Transaktion, dann braucht sie halt natürlich länger. Deswegen habt ihr ja beim Senden, also beim Senden, so einen Anhaltspunkt. 5 Minuten braucht es, um das durchs Netzwerk zu kommen. Wenn ich halt jetzt ein paar, also ich finde das ganz gut gemacht hier, wenn ich hier ein bisschen mehr Chia senden würde, dann würde das halt viel, viel schneller gehen. Ich gehe aber davon aus, dass das kein Problem ist. Also ich würde es immer erstmal versuchen mit 0 Fee und wenn es nicht funktioniert, dann würde ich die Transaktion abbrechen nach einer Stunde und dann würde ich halt dann halt ein bisschen Fee senden. Ja. Also immer erstmal gucken, ob man es kostenlos verschicken kann. Das ist ja auch nicht. Also einfach Geld sparen. Und hier seht ihr schon, da kommt schon die Transaktion. Das wird jetzt 20 Minuten dauern. Da unterbreche ich jetzt einfach das Video, bis das hier links auf. Also da ist, ja, sind schon 3 von 20 Transaktionen sind bestätigt. Ja, so wie es aussieht, ist die Transaktion gleich durch. 19 von 20 Bestätigungen vom Netzwerk müsste dementsprechend in den nächsten Minuten eintrödeln. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut, aber das waren jetzt so 8 Minuten, sowas in der Richtung. Da ist sie auch da.
während ich geredet habe, ist auf grün gesprungen und dementsprechend kann ich über das Geld jetzt verwalten. Und wenn wir jetzt aufs Hauptkonto gehen, seht ihr, da sind die Chia und sind aktuell knapp 700, es ist 600 Euro wert, ja. Und gehen hier auf Überweisen. Und wir überweisen jetzt vom Hauptkonto aufs Handelskonto. Da steht Trading-Konto, ist ein bisschen, ja, mischen Deutsch und Englisch, ja. Und wir verschieben jetzt alles Geld aufs Trading-Konto oder aufs Handelskonto. Ja, ihr seht, hier steht Trading-Konto, sollte eigentlich Handelskonto heißen. Und dann gehen wir ins Trading-Konto und wir handeln das Ganze, ja. Und hier seht ihr schon, wir können handeln von XCH nach USDT. Das wollen wir auch machen. Das dauert ein bisschen, bis das Handelskonto offen hat. Und ihr seht, ich habe hier schon also XCH nach USDT und USDT nach Euro. Das zeige ich euch auch gleich, wie das geht. So, was ihr hier beachten müsst, ist, ihr könnt natürlich beim Handeln hier nicht gleich loslegen. Ihr müsst dieses Handelspasswort eingeben. Das ist ein sechsstelliges Passwort. Ich gebe es jetzt einfach mal ein. Und die Gültigungsdauer ist jetzt für 2 Stunden. Und jetzt kann ich verkaufen. Das erste Mal könnt ihr, glaube ich, hier nichts auswählen. Ihr müsst erst dieses Handelspasswort festlegen. Ja, ich setze jetzt einfach mal die Order. Das heißt, ich klicke jetzt hier drauf, aufs mittlere. Ich gehe davon aus, dass der Kurs jetzt ein bisschen steigt. Es kann sein, es muss nicht sein. Ich gehe auf 100% verkaufen und dann gehen wir auf Verkaufen. So, und dann seht ihr, hier ist die Order und jetzt müssen wir einfach nur warten, bis sozusagen der Betrag erreicht ist. So, wie ihr seht, habe ich einen Teil meiner Krypto verkauft, also hier 1,367, das müsste auch hier da sein, also das bin ich hier, das habe ich verkauft und jetzt würde ich einfach nochmal ein bisschen warten, bis der Rest verkauft ist. Das Ganze ist jetzt ein bisschen hier gefallen auf 1,75, ja, statt, also wir sind schon noch ein bisschen weit weg von unserer Grenze, aber im Prinzip ist es so, da kann einfach mal eine Kauforder kommen und dann wird es verkauft, ja. Okay, dann, ich breche jetzt mal die Order hier ab. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt auch das Video hier fertig drehen will und verkaufe das jetzt einfach zu dem Preis. Bin ich einverstanden, verkaufen. Und dann wurde das einfach verkauft, ja. Dann, das ist so der schnellste Weg, die Chias zu verkaufen. Ja, das Problem ist halt einfach, so ein Video muss dann auch noch geschnitten werden. Und ich will irgendwann heute fertig werden. Okay, wir gehen mal kurz nochmal aufs Trading-Konto. Da müssten jetzt die USDT drauf sein. Also 682 USDT habe ich drauf. Und jetzt ist es so, jetzt muss ich diese USDT ja in Euro umwandeln. Und dann ist es so, wenn ihr hier jetzt auf Handel geht, findet ihr USDT in Euro und könnt diese auch handeln. Dementsprechend habt ihr hier dann sozusagen Chia USDT oder USDT in Euro. Ja, und jetzt würde ich sagen, hier ist eine Order von 700 Dollar. Und hier, wir können uns hier zum Beispiel platzieren, wenn ihr wollt. Oder wenn wir es gleich verkauft haben wollen, zu 100%. Würden wir so viel Euro, also der Umwandlungskurs ist so viel und es wären dann 641 Euro, ja. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal und verkaufen wir das Ganze. So, und dann, Sie haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Wie gesagt, ihr könnt auch ein bisschen höher setzen. Schaut euch aber immer die Zahlen an, ja, also dass die euch Sinn ergeben, weil ihr könnt natürlich auch zu einem Preis verkaufen, ja, wenn ihr hier zum Beispiel zum Preis von 0,2 verkauft oder 0,0, ja, dann kaufen das euch die Leute ab, ja. Also es ist ja nicht so, dass die Leute, wenn ihr kostenlos Geld verschenken wollt, das nicht kaufen. Also da aufpassen ein bisschen, dass ihr einfach hier in dem Bereich seid vom Betrag her, Verkaufsbetrag, nicht, dass ihr dann aus Versehen, wie gesagt, euch vertippt und dann wird das an dieser Order auch ausgeführt, ja. Dann ist es so, wenn man jetzt wieder auf unseren Trade-Konto drauf geht, müssten wir die Euros sehen. Da ist es und hier steht auch Fiat und das wollen wir jetzt überweisen. Wir wollen von Handelskonto aufs Hauptkonto. Wir wollen maximal überweisen und bestätigen das Ganze. Und jetzt gehen wir aufs Hauptkonto
Da ist das Geld da und hier können wir uns das auszahlen lassen. So, dann gibt es, ich kann das instant benutzen, ich bezahle den Maximalbetrag aus, so viel würde es kosten und ich lasse jetzt mir 640 Euro auszahlen. Hannes Passwort, dann Verifizierungscode brauche ich, Google Authenticator Code brauche ich. Dann habe ich noch hier den Code, also auch mal am Handy ablesen. Das habe ich mit Google Authenticator gemacht und einreichen. Und das Ganze wurde eingereicht, ist laufend und wird verarbeitet. Da ist es, da ist es gerade gekommen. Ja, also ihr seht, hier ist die Werkstellung passiert. Also geht sehr, sehr schnell und funktioniert auch. So, das war jetzt der eine Weg und jetzt kaufen wir etwas Krypto. Hier auf Kapitalisieren, Kryptos kaufen. Und was wollen wir kaufen? Also wir können USDT kaufen oder USDC. Wobei ich würde euch USDT empfehlen, weil der Wandler von USDT dann in Chia geht. Ja, wir wollen ja, ich will euch ja Chia zeigen. Wir wollen von Euro. Euro. Und wir machen jetzt mal einen Kauforder von 33 Euro. Ja. Ich erhalte Easy Bank Transfer, Regular Bank Transfer. Was gibt es? SEPA. Ich weiß nicht, was das genau ist. Regular Bank Transfer, Easy Bank Transfer. Gibt es noch mehr? Also deaktiviert, 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 deaktiviert. Okay, also ich kann nur die zwei wählen. Easy Bank Transfer. Das sollte ich mal wissen, wenn ich für 33 Euro kaufe, wie viel ich dann erhalte, ja, wäre auch mal gut zu wissen. Einzahlen, geht das? Jetzt gucken wir wahrscheinlich auf eine neue Seite und müssen irgendwas einpflegen, wahrscheinlich mein Konto. Ja, ich habe hier zwar ein Auszahlungskonto, aber ich habe kein Einzahlungskonto, das heißt, ich muss hier das Konto hinzufügen. Kontoinformationen, ja, weiter, ich würde gerne Bank auswählen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Sie haben den Auftrag freigegeben. Okay, bla bla bla. So wie es aussieht, passiert das. Wir wollen von diesem Konto das überweisen. Beschreibung. To. Bestätigen. So. Banktransfer. Euro. Wie viel Betrag? Wir haben gesagt mal 50 Euro. Gebühr 1 Euro, schnelle und per Online-Zahlung, ohne dass sie auch eingeben müssen. Also man kann es dann hier das verwenden und regulär überweisen. Es kann aber dann ein paar Tage wahrscheinlich dauern, bis das, also hier Überweisung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen. Wir wollen das ja aber jetzt testen und deswegen mache ich jetzt mal einfach mal 50 Euro und wir zahlen jetzt sozusagen von meinem Konto hier Geld ein und das gucken wir mal, ob das geht. Bla bla bla, Empfänger, Gebühren 1 Euro. Ja, die Zahlung muss innerhalb von 15 Minuten ab. Ja, okay, so, da steht da dran, dass ich 50 Euro überweisen will. Da muss ich den PIN eingeben. So, wenn ich mich nicht vertippt habe, passt das auch. So, und dann seht ihr, dass 50 Euro jetzt da sind. Zurück zur Startseite. Und dann gucken wir mal, machen wir uns einen Überblick. Da müsste jetzt irgendwo jetzt Geld drauf sein. Aber wo, weiß ich noch nicht genau. Vielleicht dauert es auch ein bisschen noch kurz, bis der das gecheckt hat. Leider dauert das Ganze hier immer noch. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, nochmal einen Kaffee getrunken und es ist immer noch laufend, ja. Also das Geld ist noch nicht angekommen, wie auch so auch immer. Kann natürlich daran liegen, ich habe jetzt verkauft, auf mein Gold, also Bankkonto überwiesen, dann wieder zurücküberwiesen. Also so ein Hin und Her, was vielleicht das Problem hier auslöst. Ich weiß es nicht, ja. Aber es ist jetzt, also ich würde es jetzt einfach mal abwarten müssen und sobald das Geld drauf ist, würde ich hier wieder einschalten. Ja, ich drehe ganz kurz noch hier dieses Video, ein paar Tage später, also wir haben es Montag und heute um 14, 15 Uhr kam das Geld auf den KuCoin an. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal noch versuchen mit Kryptos kaufen mit Visa.
Ja, okay, jetzt habe ich mal meine Daten angegeben. Oh Gott, Deutschland. Gucken wir mal, ob das ein Problem ist. So, jetzt versuche ich das Ganze mal mit einer Visa hier zu kaufen. Wir kaufen, wie vorher auch, 50 Euro. Dann erhalte ich 52 USDT. Okay, wenn wir mal kurz 50 Euro wären, knapp. Ja, also 1 Dollar würde die Transaktion kosten hier. Jetzt kaufe ich einfach mal mit der Karte die Dollar. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Bla bla bla. Gebühr 1 Euro. Okay, jetzt steht's dran. Ich würde 51 USDT bekommen. Wenn ihr seht, sind das eigentlich, ja, also wenn ich 1 Euro abziehe, sind es schon, es geht ein bisschen was auf die Strecke verloren. Ja, das ist aber immer das Gleiche. Sicherheitscode. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Sie haben 51 US-Dollar erhalten. Okay, das USDT erhalten. Vermögenswert anzeigen. Gut, das heißt, es scheint funktioniert zu haben. Ja. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also, das gefällt mir eigentlich. Jetzt gucken wir mal aufs Hauptkonto. Da ist es da. Wir wollen jetzt natürlich Chias kaufen. Das wollte ich euch auch in dem Video zeigen. Und wir müssen jetzt erstmal das überweisen vom Handelskonto auf, also vom Hauptkonto aufs Handelskonto. Wir überweisen maximal. Dann gehen wir auf Handel. Und hier können wir handeln. Und wir wollen handeln. Boah, das ist jetzt die Frage. XCH wollen wir kaufen. So, handeln. Da geht es. Also wenn ihr jetzt auf XCH aussucht, dann XCH zu USDT. Das müsst ihr dann auswählen. So, jetzt würden wir, ihr seht es, zu heute Morgen sind wir, naja, fast glaube ich, ähnlich. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wir sind ein bisschen tiefer vom Preis. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt hier an der Stelle unseren Handelscode eingeben müssen. Kaufen wir ein bisschen Chia und zwar suchen wir uns einfach mal einen Preis aus. Hier, je weiter runter ihr geht, natürlich desto mehr kriegt ihr. Also wenn ich jetzt hier zum Bereich 33,90 kaufe, dann kriege ich einen ganzen, 51 Chia. Wenn ich jetzt zu dem Bereich hier kaufen würde, ja, dann kriege ich nur, also weniger Chia. Also, aber es ist eigentlich so, ihr habt es gesehen, so wenig, dass es verhältnismäßig wurscht ist. Ich klicke mal den Preis an in der Mitte, 100% und dann kaufe ich Chia mal. Also gibt eine Kauforder aus und diese Kauforder wurde gleich ausgeführt. Ja, das heißt, ich habe jetzt 100% Chia und dann können wir zurückgehen zu unserem Trading-Konto und sehen hier an der Stelle, da sind 1,486 Chia. Ging diesmal ein bisschen schneller. So, und jetzt überweise ich das wieder vom Hauptkonto ans Handelskonto, weil ich will das ja. Ich will das ja wegbringen von der Börse auch. So, jetzt ist es auf dem Hauptkonto. Da ist es. Und jetzt kann ich Auszahlung machen. So, und da ist es so, jetzt kann ich das an eine Wallet-Adresse schicken und ich schicke mir das zurück an mein Cold Wallet. So, meine Received-Adresse wäre jetzt vom Wallet, wenn ihr das Chia gestartet habt, diese Adresse. Die könnt ihr euch kopieren. Und die fügen wir hier ein. Und jetzt müssen wir natürlich hier gucken, kontrollieren, ob das passt. Hintenrum. Das Blöde ist, das Muster, also das Feld ist zu klein. 4DSSD, 4DSSD und vorne XCH1Z, 1Z. Ja, passt. So, wählen Sie das Netzwerk aus. Es gibt nur ein Netzwerk. Ja, also zum Glück. Bestätigen. Die Gebühren werden so und so viel XCH. Wie viel möchte ich überweisen? Alle, ja. Bemerkung, Test über Überweisung. So, und dann können wir das Ganze auszahlen, bestätigen, mein Handelspasswort. Einen E-Mail-Code senden und einreichen.
Und bestätigt. Jetzt habe ich das eingereicht. Ich kann theoretisch es noch abweisen. Okay. Also abbrechen, meine ich. Will ich aber nicht. Ich will es ja, dass das durchgeht. Und jetzt schauen wir mal, wann es auf mein Wallet ankommt. Und das ist ja wieder hier an der Stelle mein Summary. So, also die Testüberweisung ist abgeschlossen. Das heißt, jetzt müssen wir mal schauen. Das wird gleich ankommen. Gehen wir mal hier drauf. Noch ist nichts da. Doch, da ist sie. Da seht ihr, da sind sie sind angekommen. Und damit schließe ich eigentlich ab. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir natürlich einen Daumen hoch da und ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.